zwei Sekunden gehalten werden. Jetzt bin ich gespannt. Konzentrieren wir uns auf Grigori Mesiotin. Der überraschte gestern mit einem Überschlag, Doppelsalto vorwärts. Ein Sprung, der mal von einem Kubaner von Roger Anfang der 80er Jahre gezeigt wurde, von vielen probiert und selten gestanden, selten beherrscht. Denn wenn er es heute probiert, ich weiß es nicht, ich hoffe es, auch für Sie, liebe Zuschauer, dann muss er einen Überschlag machen und dann noch faktisch einen Doppelsalto vorwärts. Das sind drei Breitenachsendrehungen in dieser kurzen Phase zwischen dem Sturz, zwischen dem Stütz der Hände und der Landung. Ich will es nicht beschreiben. 9,5. Die Wertung für Lerik war die zuvor. Jetzt Mesiotin. Ich bin gespannt. Was zeigt er an? Ja, er versucht ihn. Aufgepasst. Überschlag. Und eng gedreht. Und schnell gedreht. Und gestanden. Das ist fantastisch. Damit haben viele schon ihre Mühe gehabt. Entweder auf dem Hosenboden gelandet oder überdreht oder geöffnete Beine. Aber er kontrolliert diese Schwierigkeit und zeigt damit auch seinen athletischen Zustand. Der Kameramann hat hier Mühe, der Höhe dieses Sprunges zu folgen. Das ist ein echter Turnhöhepunkt dieses Wettbewerbes, wie schon gestern. Und Grigori Mesiotin, wenn er einen zweiten D-Sprung dann auch in solche Qualität anbietet, ist ein Kandidat auf einen Titel. Ja, er ist sich seiner Sache bewusst.